Peter, jetzt bist du seit knapp fünf Monaten im Amt des Bundestrainers. Wie fällt dein erstes Fazit aus, wenn man so will? Ja, so wie ich mir es eigentlich auch vorgestellt habe, dass wir ein gutes Team sind, dass da gute Leute in ihren jeweiligen Fachdisziplinen unterwegs sind, dass wir gute Athleten haben, die motiviert sind, die wirklich den Erfolg sich erkämpfen wollen. Und jetzt geht es halt einfach darum, aus, sage ich mal, Spezialisten ein gesamtes Team zu machen, ein Spitzenteam zu machen, wo man versucht, sich gegenseitig zu helfen, die letzten kleinen Hundertstel rauszukitzeln, einfach am Detail arbeiten. Und das, glaube ich, schafft man nur, wenn man wirklich ein geschlossenes Team ist, wo man eine gute Vertrauensbasis hat. Und da sind wir eigentlich auf einem guten Weg, dass wir das schaffen, dass wir das vor allem auch bis zum Winter so hinbringen. Also ich sage, okay, da sieht man die ersten kleinen Fortschritte. Da höre ich jetzt auch schon ein bisschen so deine Ziele raus, mit denen du angetreten bist, oder? Also das ist so dein vorrangiges, großes Ziel, sage ich mal, die Kommunikation zu verbessern zwischen den einzelnen Positionen und das Team einfach zusammenzufügen oder da das, was da ist, sozusagen zu nutzen. Also ziemlich richtig. Mein Ziel ist es, dass wir aus dem, was wir haben, durch die Gemeinschaft, durch das, dass wir zusammenhelfen, noch mehr rausholen. Also ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, was sind unsere Stärken. Wir können, ich sage es fast schon, Erfolg organisieren. Und zum Erfolg organisieren gehört einfach ganz wichtig dazu, dass jeder, der da Teil des Teams ist, seinen Beitrag dazu leistet, Verantwortung übernimmt für Teilbereiche. Und das ist schon ein bisschen ein Kulturwandel zu dem, wie man es früher gelebt hat. Früher hat halt jeder seine ganz klassische, spezielle Aufgabe gehabt. Der Trainer war wirklich nur dafür zuständig, dem Athleten zu sagen, was er zu tun hat. Oder der Techniker hat sich nur um die Ski gekümmert. Und jetzt kümmert sich jeder um jeden. Das heißt also, auch der Athlet macht sich Gedanken zum Training. Der Trainer ist der Partner, ist im Endeffekt der, mit dem er die Dinge austauscht. Das heißt, der Athlet übernimmt die Verantwortung für sein Training. Es ist nicht der Trainer, der hauptverantwortlich ist für die Umsetzung des Trainings, sondern schon in erster Linie der Athlet. Und dadurch erwarte ich mir, oder das ist eigentlich so die Erfahrung, die ich an mir selbst erlebt habe, wenn man den Switch hinbekommt, dass der Athlet, der im Endeffekt dort den Erfolg ja dann unbedingt will und auch abliefern soll und will, wenn der das hundertprozentige Vertrauen in das hat, was er macht, und das kriegt er nur, indem er mit den Leuten, die ihn umgeben, ein partnerschaftliches Verhältnis hat, eine gute Vertrauensbasis. Und das ist eigentlich so mein Ziel, dass wir da wirklich eine verschworene Gemeinschaft werden und uns gegenseitig helfen. Dass vielleicht auch mal der eine Athlet dem anderen Athlet einen Techniktipp gibt, weil man miteinander am Laufen ist. Da sieht man natürlich Dinge anders, wie der Trainer, der jetzt eben vielleicht bloß an einem Punkt neben der Strecke steht. Und das werden wir schaffen, dass wir einfach wirklich miteinander uns dort pushen, immer natürlich auch leichte Konkurrenz, weil man sieht, was macht der andere. Also sprich, dieses gemeinschaftliche Miteinander, gegeneinander, alle für einen, wenn wir das hinkriegen, dann glaube ich, sind wir Macht. Hast du da in den letzten Monaten schon erste positive Beispiele sozusagen gesehen? Also sprich, dass da in diese Richtung was weitergegangen ist? Absolut. Also ich sage, was wir geschafft haben, das ist natürlich erstmal anstrengend. Also wir sind, glaube ich, schon noch in der Phase, wo man sich finden muss, wo man herausfinden muss, was will Schlickenrieder von uns, was erwartet der. Und es ist ja schon, wenn man so die Geschichte betrachtet, dann war es ja ganz klassisch funktionell. Jeder hat seine Funktion gehabt und damit sollte optimalst ausfüllen. Die Funktion war, Trainer macht Training, Athlet bringt Leistung. Und jetzt das aufzubrechen, ist ja schon einmal ein kompletter Kulturwandel. Und das heißt, also man muss sich erstmal viel mit sich selbst beschäftigen, miteinander beschäftigen. Man braucht so eine Feedback-Kultur und das fangen wir halt jetzt an. Das ist am Anfang halt gerade mal anstrengend. Weil man muss sich jetzt praktisch in eine neue Rolle einfinden. Man muss im Endeffekt natürlich auch, also wir als Betreuer müssen an uns arbeiten, dass wir offen sind für sowas, dass wir mit sowas umgehen können. Wenn vom Athlet vielleicht ein Feedback kommt, das nicht so angenehm ist. Aber ich glaube, das macht es aus, dass wir jetzt im Endeffekt in dieser Aufbruchphase, in dieser spannenden Phase sind, wo wir uns gemeinsam auf den Weg gehen. Also nicht bloß die Athleten, sondern auch wir als Betreuer müssen an uns arbeiten, dass wir da was Gemeinsames schaffen, dass wir diese Vertrauensbasis, die aus meiner Sicht Grundvoraussetzung dafür ist, dass man wirklich vorwärts marschieren kann. Ein Beispiel sehen wir jetzt gerade, läuft bei uns gerade im Hintergrund ab, ist dieses intensive Techniktraining mit dem Axel Teichmann. Ist das so in dieser Punkte, sage ich jetzt mal, die da neu geschaffen wurden oder neu in Szene gesetzt wurden? Absolut, also dieses
Technik- und Athletiktraining mit dem Axel Teichmann, das ja so ein ganz neues Prinzip ist, dass man eigentlich so rausgelöst hat aus einer Lehrgangsbetreuung, sondern dass man sagt, man ist gerade, weil man hier in Oberhof wirklich weltweit wahrscheinlich das Trainingszentrum schlechthin hat, wo man hat Laufbänder, wir haben hier zwei Laufbänder, man hat Skihalle, man hat Kraftraum, also du hast alles in unmittelbarer Nähe, alles fußläufig, also keine Reisezeiten mehr. Also wenn man effektiv das Thema Athletik, Technik in Verbindung mit Schnee umsetzen will, dann wird es keinen besseren Ort geben. Und wenn man so jemanden wie einen Axel Teichmann hat, dann ist es eigentlich, denke ich mir, absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und das ist tatsächlich sowas, wo man sagen, einfach von der Denke, nicht wir geben vor, sondern wir bieten an. Und das Angebot, das wir jetzt eben mit dem Axel Teichmann geschaffen haben, dass jeder Top-Athlet kann im Endeffekt mit dem Axel Teichmann einen Termin vereinbaren, 3 Tage, bekommt dann 3 Tage hier super individuelles Training zu den Themen Technik und Athletik. Und das heißt, der Athlet muss das nicht machen, er kann. Also er muss für sich selbst Verantwortung übernehmen, muss das terminieren, muss das wollen. Und das ist uns ganz wichtig, weil dann, glaube ich, diese ganz andere Wirkung entfaltet. Und wenn man jetzt da mal 3 Tage dabei ist, das war für mich ein totales Aha-Erlebnis, wenn du siehst, wie sich der Athlet das selbst organisiert, dann hier kommt mit seinem Technikstand, den er hat, und durchläuft dann 3 Tage das Programm. Dann steht nach diesen 3 Tagen ein anderer Athlet auf dem Laufband oder auf dem Schnee. Und das ist schon eindrucksvoll, wo ich sage, da ist nicht unbedingt nur die Qualität dessen, was der Axel Teichmann da macht, sondern auch der Switch, dass der Athlet sagt, das will ich, das brauche ich, um vorwärts zu kommen. Du hast mir in einem anderen Interview gesagt, die körperlichen Voraussetzungen sind eigentlich da bei unseren Athleten. Also es kommt bloß nur auf diese kleinen Dinge an, sage ich jetzt einmal, um die dann vielleicht dahin zu bringen, dass sie wieder Weltspitze werden. Ist dann mit solchen Aktionen das möglich, dass man aus den Athleten, die wir jetzt haben, wirklich wieder Weltspitzenathleten macht? Also meiner Meinung nach haben wir in den letzten Jahren schon eine gute Entwicklung gesehen. Also du hast natürlich immer Grundvoraussetzungen und meine Intention ist, dass man aus den Grundvoraussetzungen das Beste rausholt. Und das Beste rausholen tut man dann, wenn man im Endeffekt in der Gemeinschaft miteinander kämpft und versucht, sich gegenseitig Tipps zu geben und für sich selbst zu entwickeln, was brauche ich, um Weltspitze zu werden. Und das, glaube ich, da sind wir gerade auf dem Weg. Da sind wir gerade drauf und dran, dass man vor allen Dingen auch Wichtiges von Unwichtigem trennen. Mhm. Weil das ist die große Gefahr, dass man sich natürlich mit ganz vielen Dingen beschäftigt, die aber vielleicht nicht wirklich das Entscheidende ist. Und da sagen wir, das müssen wir noch schaffen, dass wir da mehr Fokus kriegen, dass wir sagen, hey, ob es jetzt unbedingt die noch speziellere Ernährung ist oder ob es die noch bessere medizinische Betreuung ist oder ob es nicht am Ende des Tages eben sowas ist wie das Techniktraining. Und das, glaube ich, das muss aber natürlich jeder Athlet für sich selbst rausfinden und wir müssen ihn da begleiten. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, dass wir einfach gute Begleiter, gute Freunde vom Athleten werden. Dass wir eben diese Basis haben, wo er in einem Gespräch das selbst entdeckt. Im Endeffekt schlummert es in jedem Athleten, er muss es aber für sich selbst entdecken. Das kann nicht wir als Trainer oder als Betreuer für ihn entdecken, es muss bei ihm selbst passieren. Und da muss er ein paar Irrwege mal gehen. Und das ist verlangt natürlich schon Mut als Betreuer, dass man die Irrwege manchmal auch zulässt. Dass man sagt, lass ihn da ein bisschen laufen, das braucht er jetzt als Erfahrungsschatz, wir müssen ihm einfach den Rücken frei halten, wenn es mal nicht so läuft. Und ich glaube, das werden wir hinbekommen, dass man so eine Feedback-Kultur, dass jeder die Möglichkeit hat, sich da zu entwickeln und trotzdem nicht fallen gelassen wird. Dann, glaube ich, sind wir einen deutlichen Schritt weiter auf dem Weg Richtung Weltspitze. Und darum sage ich, Oberstdorf ist einfach das große Ziel. Bis dahin müssen wir soweit sein. Und das, glaube ich, ist im Langlauf auch, das ist eigentlich eine Zeitspanne, da kann man was bewegen. Man kann im Langlauf, denke ich, nicht von, du bewegst es nicht innerhalb von einem halben Jahr, machst du nicht jetzt aus Platz 80 Läufer einen Top-3-Läufer. Das muss man einfach schon klar sehen. Und darum sage ich, sind wir da auf einem guten Weg. 2021 WM Oberstdorf kommt aus meiner Sicht zum richtigen Zeitpunkt und da haben wir die richtigen Athleten dafür, die richtigen Betreuer und von daher, daran lassen wir uns messen. Jetzt hätten wir aber diesen Winter schon eine WM in Seefeld. Wie schaut es da aus? Gut, weil auch da eben für diese WM Seefeld sind wir bestens gerüstet. Eben unsere, sagen wir, Speerspitze, der Axel Teichmann, wird dort sehr dieses individuelle Technik- und Athletiktraining, das wir jetzt hier in Oberhof auf Laufbahn und Schnee machen, werden wir auch in Seefeld machen. Das heißt also vor der WM immer mal 2-3 Tage mit einzelnen Athleten dorthin gehen, Taktik, Dinge besprechen, Techniken eintrainieren für die verschiedenen Anstiege, weil das ist ja eigentlich vor unseren Türen, das ist fast der Heim-WM und den Vorteil müssen wir eigentlich nutzen. Also
glaube ich, sind wir dort deutlich besser aufgestellt wie viele andere Nationen durch die örtliche Nähe und durch sage ich mal, die Kombination mit dem Axel, der sich wirklich jetzt auf das Thema beschäftigt. Er hat die ganzen Streckenpläne, hat im Endeffekt war schon bei Vorbesichtungen, weiß die Techniken, die gelaufen werden oder die da gelaufen werden müssen, um erfolgreich zu sein. Also von daher holen wir sicher über die Geschichte einiges raus. Ist das Ziel der letzten Jahre, sagen wir, das immer ausgegeben wurde vor Weltmeisterschaften, eine Medaille in der Staffel, ist das realistisch? Ich sage jetzt da nicht nein, aber das ist jetzt nicht mein Kernziel. Also wenn wir es schaffen, dass wir jetzt dort, so wie wir uns das vorgenommen haben, gut in den Winter starten, dass wir gut aufgestellt sind, dass die Bereiche alle funktionieren. Ich meine, das ist ja viel neu. Wir haben einen neuen Technikchef, wir haben ein neues medizinisches Team. Also wir haben jetzt schon sehr viel neu gemacht. Und das muss jetzt erst einmal unter der Belastung Weltcup, unter dem ganzen Druckszenario dann standhalten oder muss man dann adaptieren. Also darum sage ich, wenn wir es schaffen, dass wir dort einfach ein homogenes Team an den Start bringen, wo jeder sein Bestmögliches aus sich rausholen kann, haben wir viel geschafft. Wenn das dann zu einer Teammedaille reicht, dann sage ich, sind wir eigentlich fast vor der Zeit, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, die natürliche Entwicklung ist jetzt mal, dass wir wirklich so gesund, wie wir bis dato unterwegs sind, dass wir schrittweise vorwärts kommen. Das ist mir viel wichtiger, weil jetzt einfach ein paar Junge auch im Team mit dabei sind. Die müssen jetzt erstmal die Umfänge wegstecken. Du hast Ältere im Team, die du natürlich auch nochmal speziell einstellen musst. Also wenn jetzt gleich bei der WM eine Medaille rauskommen würde, dann sind wir eigentlich fast ein bisschen vor der Zeit und würde mich jetzt in dem Sinne natürlich positiv überraschen, aber das ist für mich jetzt nicht die Zielstellung. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht, wenn wir in der Staffel oder im Teamsprint jetzt keine Medaille machen. Also da glaube ich, ist das ganze Setting auch noch zu neu, da müssen wir uns noch finden. Von daher ist für mich schon eigentlich die WM Oberstdorf, das ist das große Ziel und da glaube ich halt auch, dass wir dort einfach einen schönen großen Push erzielen können, wenn wir wirklich bei der Heim-WM mit Hunderttausenden von Zuschauern dann einfach zeigen können, dass man mit Arbeit, mit eben Gemeinschaftkeit, mit Team, mit echtem Team, dass man dort was vorwärts bringen kann. Okay, viel Erfolg auf deinem weiteren Weg bis dahin und danke dir. Danke, gerne.